Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in Griechenland aufgesetzt. Und ja, wir sind jetzt gerade hier in einer ziemlichen miesen Lage. Weil wir tatsächlich, was soll ich sagen, auf mehr Gegenwehr gestoßen sind, als ich gedacht hätte. Hallo? Warum kann ich... Hallo? Warum kann ich kein... Ah, jetzt geht's wieder. Okay, ich dachte schon. Weil ich hier auf viel mehr Gegenwehr gestoßen bin, als ich erwartet hätte. Schaut euch das an. Unsere Armee ist ziemlich dezimiert. Die Grenze. Genau, also wir haben Titus Labienus schon gekillt. Im Prinzip. Und jetzt könnte ich hier eigentlich ein Krankenhaus gebrauchen. Aber das ist jetzt blöd, einen Bürger hier hinzukriegen. Oh Mann, Freunde. Griechische Städte sollen wir erobern. Ich könnte jetzt echt hier ein Krankenhaus brauchen. Wartet mal, Freunde. Schiff, fahr mal bitte zurück. Du, bau mal bitte einen Bürger. Und am besten nochmal ein paar Einheiten zur Verstärkung. Boah, was eine Mission. Also echt krass. Freunde, wie gesagt, wir sind hier ziemlich aufgeschmissen. Da oben der wieder. Na gut, komm. What the hell, Freunde? Hey, 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 hey. Bist du wieder auf meinen Bürger? Nein, okay, ja gut. Dann, dann bau den Turm in Ruhe auf. Was? Was macht er denn jetzt? Wartet mal. Was sind das? Das sind Fregatten, ne? Die sind gut gegen Kriegsschiffe. Das heißt, ich brauche Galeeren. What? Hier, okay. Der macht jetzt... Der will jetzt hier alle meine Transportschiffe kaputt machen. Ja, du bist... Das ist natürlich erstmal mega dreist, ne? Damit ich auch ja nicht mehr hier... So, Katapulte. Macht mal was für euer Geld. So, Bams. So, und du fährst mal bitte ein bisschen im Kreis rum. Genau. Und, genau, weg damit. Wunderbar. Jetzt werden wir... Ach, du Scheiße. Was soll das denn jetzt hier? Was ist denn jetzt hier los? Och, Leute. Ach, verdammt. Echt. Und du... Du Turm, schieß mal bitte das Schiff da ab. So, wunderbar hier, so. Okay, wir haben einen neuen Transporter. Das heißt, wir haben hier unsere Verstärkung. Mein Gott. Echt krass. So, genau 12. Das ist natürlich... Genau 12 ist immer gut. So, was haben wir da jetzt hier? Die schießen immer noch. Verdammt. Verdammt. Wartet mal. Komm mal her und repariere. Ich will die Schiffe hier loswerden. Die haben hier schon einiges platt gemacht, wie ihr seht. So. Ja, klar. Du Sack. Du Sack. Echt. So. An die Ruder. So. So. dann lauft mal ein bisschen rum, Bürger. Lauf mal ein bisschen rum oder baut mal ein paar Türme auf oder wie auch immer. Rumlaufen. Einfach laufen. Oh Gott. Aua. So. Dann könnt ihr jetzt mal bitte hier... Kannst du mal aufhören, auf meine Bürger zu gehen? So. Ach, wo denn jetzt? Och, du Heilige. Okay. Gut, er möchte also auf diesen Transporter. Das heißt, diese Katapulte einmal runter... Ich brauche hier echt ein Krankenhaus. Bau bitte ein Krankenhaus. So. Und kabäm, kabäm. Kabäm. Nein, nicht bewegen. Kabäm. So, weg damit. Und ihr? Ach du Heilige, das ist fast kaputt. Oh nein. Nein, lass doch meine Katapulte in Ruhe. Du Penner. Ja gut, aber dafür...
Boah, Freunde, das ist krass. Das ist gerade echt ein bisschen krass, muss ich sagen. Aber hey, kein Problem. Ja, so viel zum Thema kein Problem. Alle meine Bürger weg hier. Ihr nervt. Ihr nervt. Verdammt nochmal. Na gut, aber 11 nur. Sind das 2? Och, diese Türme, die sind aber auch nutzlos. Freunde. Die Türme sind aber auch echt nutzlos hier, kann das sein? Na gut, okay. Das ist ja kein Problem. So. Alles klar. What? Oh. Oh, okay. Das heißt, diesen Turm muss ich mal verkaufen. Beziehungsweise damit ich die Ressourcen wieder kriege hier. So. Und zack. Sehr schön. Alles klar, wir sind wieder voll geheilt hier. Ich komm mal zurück. Du kannst bitte hier einen Dock hinbauen, um die Schiffe mal zu reparieren. Ja, jetzt bauen wir uns hier auf. Das ist natürlich auch geil, ne? Das ist auch geil, dass wir uns jetzt hier aufbauen. Aber muss halt sein, ne? Haben wir jetzt hier einen kleinen Außenposten im Prinzip. So, kommt ihr noch raus? Ihr kommt noch raus. Sehr gut. Alles klar. Ja. Bleibt immer hier stehen, bitte. So. Versenkt die Landratten. So. Du kannst mal bitte dieses Dock hier reparieren. So. Baut einfach mal eine Reihe von Türmen hier auf. So, das heißt, wir können uns hier eigentlich auch Militärgebäude bauen, ne? Oh Gott, das dauert ja ewig, diese Mission. Ich hatte gehofft, die in der letzten Folge zu schaffen, aber... Die Mission braucht ja ewig, Freunde. Oh Gott, hier ist natürlich alles... Alles voll gebirgig hier. Na toll. Na toll, hier kann man ja gar nichts bauen. Doch, hier unten kann man noch was bauen. Können wir jetzt hier noch ein paar Militärgebäude aufbauen und die Armee ein bisschen verstärken. Oh Mann, Freunde. Echt krass, was hier abverlangt wird. So, aber die ist gleich fertig. Das heißt, danach kann die dann direkt Kaserne bauen. So, wunderbar. Ein paar Reiter. Mein Lord. Star Wars lässt grüßen, ey. Na gut, okay. Hallo? Geh mal bitte in die Reichweite des Krankenhauses, du Kavallerie. So, wunderbar hier. Dann können wir doch hier hoffentlich auch mal... Oder? Können wir hier was aufbauen, was gescheit ist noch? Belagerungswaffen wären jetzt natürlich nicht schlecht. Ja! Sehr gut. Dann zimmer das mal schnell dahin. So, wir haben jetzt nämlich hier noch ein paar Centurios. Und dann mit dem Rest gleich noch ein paar Belagerungswaffen. So, ihr könnt bitte wieder Steine sammeln gehen. Du auch. Und du auch. Ach Quatsch, brauche ich gar nicht. So. Ah, wunderbar, Freunde. Das heißt, wir können Katapulte bauen. Wir können Soldaten bauen. Perfekt. Ja. Ich muss sagen, das habe ich so eigentlich auch noch nie gemacht, dass ich auf einer feindlichen Insel mir eine kleine Basis aufbaue. Aber das ist ja hier scheinbar nötig. Von daher... Bum, bum. Genau. Zieht mal mehr ab. So. Ich werde jetzt mal ein bisschen meine Einheiten verbessern. Kugelpanzerung, ja, genau. Psst. So, wir haben eigentlich auch ganz viel Holz noch, ne? Das heißt, wir könnten noch ein paar Pilumträger bauen. So. Da werden wir wieder angegriffen. Ach du Scheiße! Das sind die falschen Einheiten. Gegen Kriegsschiffe. Wir brauchen tatsächlich Galeeren. Okay. Ah, dann zieh den mal in die Türme rein. Sehr gut. Sehr schön. Aua. Du Penner, echt.
Ja, okay. So, ja, perfekt. Das heißt im Prinzip... Ja, wir sind durch, ne? Wir haben jetzt eigentlich auch einiges an Einheiten wieder. Das heißt, wir können beim dann jetzt gleich auch schon losgehen. Schaut euch das an hier. Vielleicht noch eine Mauer hier machen. Ich mauere das mal zu. Ich meine, warum nicht? Ach, schaut mal, wir können die Mauer über die Berge bauen. Das ist natürlich krass. So, dann mauer das mal zu. Ich will nicht, dass hier irgendwie jemand kommt und mir das Ganze hier wegnimmt. Keine Lust drauf, tatsächlich. So. So, genau. Einfach einmauern. Ja, das ist auch das erste Mal jetzt, dass ich tatsächlich Mauern baue. Aber das habt ihr mir als Tipp gegeben. Ich soll doch bitte mehr Mauern bauen. Weil der Gegner mich dann halt nicht mehr nerven kann. Ja, das macht natürlich Sinn. Ne? Klar. Nicht, dass hier irgendeiner aus dem Hinterhalt kommt. Gut, Freunde. Dann seid ihr bitte Team 2. Mhm. Und der Rest ist dann Team 1. Ganz genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal los. Ach, wartet mal. Aber wir können doch hier die auch noch aufnehmen. Genau, wir können noch Einheiten aufnehmen. Aber ich brauche jetzt erstmal hier die Katapulte. Und dann könnten wir eigentlich auch mal den Schlachtruf nutzen. Ich weiß ja nicht. So, Freunde. Diese Palisadenmauer und den Turm da oben mache ich jetzt einfach mal kaputt. So. Der ist ja schon halb kaputt. So, da oben. Prums. Weg damit. Das sieht schon krass aus. Die machen schon schön viel Schaden, ja. Die Legion gehorcht. Alles. Ach du Heilige. Guckt euch das an. Und bäm. Sehr schön. Aufmachen das Ding. Los. Schön mit den Katapulten hier reinballern. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Und kabäm. So. Schön die Katapulte. So, und raus, 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 raus. Okay. Wunderbar. Das hat doch gut geklappt. Das hat doch gut geklappt hier. Würde ich mal sagen. So, dann können wir mal rein. Die Legion gehorcht. So muss das sein. Gut, dann gucken wir uns mal ein bisschen in Griechenland um. So, Katapulte. Und Rums hier. So. Kabäum. So. Sehr schön, Freunde. Überall diese Blauen hier. Pompeius. Ach, okay. Labienus haben wir platt gemacht, aber wir müssen noch Pompeius platt machen. Ach, stimmt ja. Okay. Dann macht die Einheiten mal in Griechenland hier platt. Bronzekavallerie. So ein Quatsch, echt. So, was ist jetzt hier? Da werde ich wieder angegriffen, aber das passt. Oh Gott. Zieh den rein. So, die Katapulte kommen nach. Sehr gut. Ach du Scheiße. Das ist mehr Gegenwehr, als ich dachte. Was ist das denn? Phalanx? Ah, Phalanx. Okay. Die römische Phalanx. Ja gut, dann... So. Und Rums hier. So, wunderbar. Wo müssen wir dann jetzt noch hin? Nach Elysium auf jeden Fall nicht, glaube ich. Ist hier unten jetzt noch irgendwas? Was müssen wir denn genau machen, sagt mal? Erobern Sie griechische Städte, indem Sie Ihre Festungen zerstören. Ja, wartet mal. Da gucke ich mir nochmal die Karte an. Hier, die haben wir. Ah, wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben. Okay. Nach oben müssen wir. Ja gut, dann... Abmarsch! Ab nach da oben, Freunde. Hier unten haben wir nichts mehr verloren. Alles klar.
durch die Gebirgspässe hier. Oh Mann, Freunde. Aber die sind zum Glück relativ intelligent und wetterfest. Und geländefest. So. Alla Rom ist flüchtig. Ist eine coole Sau, ne? Alla Rom ist flüchtig. So. Alles klar. Ach, die können wir auch noch mal ein bisschen besser machen. Hä? Ah, kein Eisen mehr. Warum habe ich kein Eisen mehr? Naja, gut. Egal. So, wo ist jetzt hier was? Oh, schaut mal, hier ist ein bisschen das Festland. Das ist aber auch eine Riesen-Map, ne? Und jetzt stellt euch das mal mit diesem Zoom hier vor. Das ist aber auch eine Riesen-Map. Jetzt weiß ich auch, was ihr meintet mit sehr lange Missionen. Es ist tatsächlich so. Ewig lange Missionen, ja. So. Die Katapulte. Die selbstfahrenden Katapulte. So. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas zu killen, oder was? Oh ja, tatsächlich, da ist eine Mauer. Okay. Wunderbar, da brauchen wir die Katapulte für. Ihr könnt mal da drauf schießen. So, Freunde. Belagerungswaffe. So. Dann haben wir jetzt hier eine Stadt der Griechen. Ich weiß nicht, welche Stadt das ist, aber wir haben eine Stadt der Griechen. Aufmachen! Los! Aufmachen hier! Oh! Zum Glück haben wir Katapulte dabei. Dann können wir das schön aufschießen. Perfekt, Freunde, perfekt. Alles klar. Und dann ist es kaputt. Wunderbar. Dann rein hier, los. Ui, Katapulte. Bitte auf diesen Turm. Oh, und kabäm. Oh ja, sehr gut. Freunde. Das ist echt sehr gut. Ah, wir sollen die Festung hier kaputt machen, ne? Das können die Katapulte erledigen. Ach du Scheiße. Ui, 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 ui. Die haben auch einen Katapult. Ja gut, was ich kann, kann der Gegner wahrscheinlich natürlich auch dann, ne? So, mach diese Festung im Arsch. Wunderbar. Wunderbar. Ich bitte um Verzeihung, werter Cäsar, aber unsere Truppen sind erschöpft und wir sind von der Versorgung abgeschnitten. Wir müssen hier in Sertica entsprechende Einrichtungen bauen, bevor wir weiterziehen können. Wenn wir ohne Nachschubmöglichkeiten weiterziehen, werden unsere Truppen an Hunger oder Krankheit sterben. Oh, weia. Oh, okay. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Jetzt hört doch mal auf hier! Hört doch mal auf hier, oder was? Hä? Die Stadt gehört uns tatsächlich, ja? Okay. Aber die Katapulte bitte hinten hinstellen. So, mach das Katapult kaputt. Ah, wir haben diese Stadt. Sehr schön. Wir haben diese Stadt. Wunderbar. Was ist denn... Aha! Alla Rom ist flüchtig. Genau. So, das Tor können wir eigentlich mal aufmachen. So. Tor Bronzezeit. Ah, jetzt können wir uns hier mal ein bisschen aufbauen wieder. Wieder eine Ruhepause. Das ist cool gemacht von der Mission. Dass wir hier zwischenzeitlich mal ein paar Ruhepausen haben. So. Einfach mal ein bisschen was. Ein bisschen Kram hier aufbauen. So. Kaserne. Wunderbar. Perfekt. So, das heißt dann... Wir haben hier eine Goldmine. Das ist saugut. Allerdings leider keine Eisenmine. Na gut. Errichten Sie hinter den Mauern von Sertica eine Festung, ein Silo und eine Universität. Eine Festung, ein Silo und eine Uni. Ein Silo. Okay. Also, Festung. Festung ist ja das hier, genau. Festung. Eine Uni. Und ein Silo. Okay. Na gut, baue jetzt mal das Ding auf. Das Zeug auf hier. So. Zum zweit geht es ein bisschen schneller, Freunde. So.
Ja gut, so erstreckt sich unser Reich doch um einiges. Sagen wir es mal so. Dann bauen wir hier nochmal eine Mauer auf. Alles klar. Ach du Heilige. Okay. Nett, dass ihr mir was sagt. Geile Aktion vom Spiel. Echt. Ah gut, okay, hinter den Mauern im Prinzip. Also ginge es auch hier, ja? Dann mach das mal. Ja, wobei hinter den Mauern... weiß ich nicht, ob das zählt. Aber egal, wir können es ja ausprobieren. Wir können es ja ausprobieren. So. Oder muss das tatsächlich da drinnen sein? Das wäre blöd. Weil das frisst ja viel Platz. So, wir haben es geschafft. Jetzt können wir tiefer nach Griechenland vordringen, ohne Angst haben zu müssen, dass die Vorräte ausgehen. Sorgt dafür, dass eure neuen Versorgungsgebäude sicher sind. Falls eines davon zerstört wird, verlieren eure Soldaten langsam an Gesundheit, bis die Gebäude wieder aufgebaut sind. What? Okay. Das ist krass. Gut. Das heißt, wir brauchen hier Mauern. Wir brauchen Mauern. So. Einfach mal die Mauern hier. So, wunderbar, Freunde. Einfach einmauern. So. Meine Güte, was zieht sich diese Mission so? Meine Güte. Das ist echt krass, muss ich sagen. Das ist jetzt aber echt heftig. Also so langsam ist diese... Die längste Mission, die ich, glaube ich, in einem Strategiespiel gespielt habe. Tatsächlich, also diese Griechenland-Mission, ey. Aber gut, ich sag mal, es ist halt die Geschichte von Cäsar. Ne, also, es ist schon auch so gewollt vom Spiel, dass man da länger braucht, ne? Gut, ich hoffe, das war jetzt... Oh Mann, 22 Minuten schon wieder, ey. So, das heißt, wir können hier mal ein bisschen weiter marschieren wieder. Alles klar, nach Elysium. So, wo ist die nächste Stadt? Hier oben links. Da ist dann auch nochmal was. Okay, cool. Also nach oben links im Prinzip. Okay. Den können wir auch noch mal ein bisschen stärker machen. Oh. Kein Eisen mehr. Oh, was ist das denn hier? Ah, okay. Jetzt werden wir da schon wieder angegriffen. Hey, was zur Hölle? Echt. Nur wegen den Getreidelieferungen. Fregatte. Bau einfach auch mal ein Kriegsschiff. So. Alle Rom ist flüchtig. Ganz genau. Ja, was haben wir hier? Rums haben wir hier. Was zur... Hier ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Witzig. Alle Rum ist flüchtig. Coole Socke. Na gut, aber dann lasst... Wartet mal. Da ist ein Turm. Hauptsache ein Turm aus der Bronzezeit. Ja gut, okay. Aber ich will jetzt eigentlich nicht alles platt machen hier. Das muss eigentlich nicht sein. Na gut. Egal. Okay. Ach hier, die Festung. Ach, die Festung. Ach, okay. Die war so voll versteckt, die Festung. Deswegen. Hallo, jetzt hört ihr mal auf. So, die gehört uns. Da oben ist noch was. Ah, guckt mal. Ach du Scheiße. Aber wie soll man denn jetzt da... Toll. Da hinkommen. Oh Mann. Na gut, okay. Verdammt. Ach ja, Freunde, aber das, die Mission zieht sich echt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die haben ja eigentlich beide Herrscher platt gemacht. Ist da auf der rechten Seite noch was?
Oh Gott, da ist tatsächlich auch noch was. Müssen wir wirklich alle Städte platt machen? Wartet mal. Ich hänge jetzt schon über eine Woche an dieser Mission dran. Also über... keine Ahnung, wie viele Parts. Das Ganze ist gerade ein bisschen krass. Muss ich sagen. Also, dass diese Missionen sich so ziehen hier. Naja. Kein Plan. Also... ja gut. Dann... könnt ihr... macht das mal auf. So. Aufmachen und genau, los hier. Mach hier auch nochmal... mach hier auch nochmal ein Tor rein. Genau. So. Ach, Mann. Das hätte ich nicht jetzt... das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass die Mission so krass schwer ist. Ey. Beziehungsweise ist ja nicht schwer. Es ist einfach viel. Viel, was man hier machen muss, tatsächlich. Hier oben ist also noch eine Stadt. Nach Elysium. Ist das hier Elysium? Ich habe keine Ahnung. So. Ich würde sagen, die Stadt gucke ich mir jetzt nochmal an. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, dann würde ich sagen, machen wir trotzdem in der nächsten Folge weiter hier. Jetzt sag mir nicht, dass das eine Sackgasse ist. Ach du Heilige, was ist das denn hier für ein Gebiet? Boah, die Katapulte, die sind auch langsam, ey. Was zur... was ist das denn hier? Ein Berggebirgspass. Okay. Oh weia. Oh weia, Freunde. Ach du Kacke. Ein Gebirgspass. Interessant. Ah, hier wahrscheinlich her. Alle Ruhm ist flüchtig. So. Du nervst mich langsam. Ahoi. So. So. Hey. Boah. Wisst ihr was? Ich baue jetzt hier ganz viele Galeeren hin, verdammt nochmal. So, weil du nervst, Kollege. So, wo ist denn jetzt hier die Stadt? Verdammt. Wir laufen hier durchs Gebirge und finden nichts. Oh, da kam ein Pfeil angeflogen. Ah, das ist ein Turm, okay, okay. Dann wartet mal lieber auf die Katapulte, die sind ja auch jetzt gleich da. Boah, das ist echt beschwerlich, muss ich sagen. Also, richtig krass, die Mission. Krasses Gelände auch hier. So, gut. Ihr stellt euch bitte nach da vorne. Da ist auch noch einer. Was willst du denn hier? An die Bruder. Genau. So. So, dann schießt ihr mal bitte auf die Türme da, ja? Weil die haben ja gar nicht so eine große Reichweite. Geht das jetzt hier, oder? Müssen wir erst auf den da schießen? Erst auf den, okay. Ja, dann mach mal. Kabums und weg damit. Sehr schön. Jetzt den hier. Aber es macht Spaß, also dass man jetzt auch mal ein bisschen länger hier in der Mittelalterzeit ist. Beziehungsweise Antikzeit. So, hier aufmachen. Aufmachen. Marcel Davis. Ah, ja, da ist auch noch ein Katapult. Okay. Okay, dann. Aha, lustig. Und bams, weg ist es. Okay. Sehr schön. So, aufmachen. Ah, das sieht ein bisschen moderner aus hier oben. Tatsächlich. Weil man weiß ja nicht, welche Stadt das ist. Ne, aber. Könnte es vielleicht Thessaloniki oder so sein? Ich weiß es ja nicht, ne? Und Kabäum. Am besten mit den Katapulten alles machen. Ja, ich meine, warum nicht, ne? So. Genau, am besten mit den Katapulten einfach mal die Vorarbeit machen.
So, ja, warum eigentlich nicht, wenn die nichts machen? Ich meine, ja. Wenn die nichts machen. Jetzt kommt er hier schon wieder an. An die Oder. Nö, da, ja gut, dann lass die Katapulte alles machen. Ich meine, okay. Das heißt aber, dann können wir hier rein. Genau. Dann können wir hier rein und alles im Arsch machen. Oh, griechische Kapitäne. Oha. Boah, Freunde, das ist eine Schlacht. Schaut euch das an. Katapulte bitte. Ah, meine Maus. So. Katapulte bitte mal auf den, auf die Festung da oben. Am besten möglichst wenig hier kaputt machen, tatsächlich. So, wir müssen nur die Festung kaputt machen. Möglichst wenig hier kaputt machen. So. Alles klar, die Stadt haben wir. Wow. Wow, Freunde. Gar nicht mal schlecht. Was ist denn das hier? Wow. Eine Riesenstadt. Okay, aber diese Mission ist immer noch nicht vorbei. Was soll das denn, Freunde? Okay, dann könnt ihr bitte hier auf diesen Turm. Boah, wir brauchen tatsächlich noch mehr. Meine Güte, Freunde. Puh. Das ist schon ordentlich, muss man sagen. So, jetzt kommen wir hier unten natürlich nicht mehr raus, oder? Können wir hier einen Turm... Ah. Wir können... Kommen nicht mehr raus. Ja gut, egal. Was macht ihr denn? Ach, da ist doch ein Haus. Okay. Boah, wir haben jetzt ordentlich was. Mit dem Reiterstall noch. Oh! Tempel des Zeus. Ach, das ist die Akropolis. Ah, das ist Athen. Ah, krass, Freunde. Okay, cool. In dem Fall machen wir tatsächlich... Oh, da sind noch welche. Okay, da sind noch welche. In dem Fall müssen wir tatsächlich in der nächsten Folge weitermachen. Verdammt, ey. Oh mein Gott, das ist schon echt heftig. Wie weitläufig dieses Scheißgebiet ist. Aber gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, wir haben Athen erobert. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und wie es hier weitergeht beim nächsten Mal im Streifzug durch Griechenland, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.